Was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozor und Mega S zum neuen Food Review. Ich bin mal wieder für euch unterwegs und heute bei Call a Pizza, denn heute haben wir in der Call a Pizza Oster-App, also im Osterkalender, den Cup-Burger für einen Euro. Den werdet ihr heute in diesem Video bei mir sehen. Ich werde den natürlich official Food reviewen. Ich befinde mich hier in der Röderhalle. Ich habe das Ganze vorbestellt. Also falls ihr heute das Video seht und ich es heute noch geschafft habe, es zu schneiden und es heute noch online geht, dann könnt ihr euch auch noch den Cup-Burger für einen Euro bestellen und ausprobieren. Ich werde das Ganze jetzt mir natürlich abholen und wünsche euch bei diesem Food Review ganz viel Spaß. Jo Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Es ist wie gesagt heute der 5. April. Es ist jetzt 11.48 Uhr. Also wir sind auf jeden Fall wieder zu Hause angekommen und ich habe mir den Cup-Burger von Call a Pizza geholt. Er befindet sich in so einer klassischen Call a Pizza Pappverpackung, wie ihr hier sehen könnt. Hier oben ist nichts angekreuzt, da es sich um die Standardausführung dieses Burgers handelt. Den gibt es auch noch mit Dry-Aged Beef und den gibt es natürlich auch noch mit Zusatzfunktionen, wie beispielsweise extra saure Gurke, Bacon, extra Käse. Kann man alles ankreuzen. Man kann ihn auch als Double holen, also mit doppelt Fleisch-Patty. Wie gesagt, nur heute für 1 Euro, wenn ihr ihn bis heute Abend 24 Uhr bestellt, könnt ihr den euch ja sozusagen fast gratis holen. Wir werden den jetzt gemeinsam natürlich Food reviewen. Wir packen das Ganze mal aus und schauen uns das auch mal im Detail an. Ich würde sagen, ich packe mal diese Pappverpackung aus, die ist sehr, sehr fest. Oha. Mhm. Ah, man kann es auf der Seite aufmachen. Das ist sehr, sehr gut. Wir schauen mal, wie das Ganze so aussieht. Ich hoffe, ihr könnt ihn jetzt da schon relativ gut erkennen. Wir werden das natürlich so wie beim Burger Review immer machen. Ich werde ihn jetzt erstmal schön auf meinen Teller packen und dann werden wir den ganzen Burger auch mal auseinanderbauen. Und danach wird natürlich auch official reviewed. Also, wir sehen hier so einen klassischen Sesambun. Der ist, wenn ich ihn anfasse, ist schon sehr fest, muss ich sagen. Wir heben das Ganze mal ab und werden uns den Burger mal im Detail angucken. Unter dem Burger befindet sich Burgersoße. Das ist so eine gelbliche Soße mit, hier sind kleine Zwiebelstücken mit drin. Ja, das schmeckt wie so eine Burger-Remoulade. Es gibt, ich kenne von, ich weiß gar nicht von welcher Firma das ist, so eine Fertig-Burger-Remoulade, die schmeckt so ähnlich, würde ich sagen. Und dann ist hier darunter, Salat, seht ihr? Ein großes Salatblatt, ist nicht gerupft, sondern ist ein zusammenhängendes Salatblatt. Das packen wir mal beiseite. Zwei Tomatenscheiben, es handelt sich hier auch nicht um Fleischtomaten, weil ihr seht, in der Mitte ist der Glibber noch mit drin. Ihr seht es halt hier, da und rechts und links, das sind normale Rispentomaten. Zwei Scheiben an dieser Stelle. Dann haben wir hier drauf, Zwiebelringe. Ich muss mal schauen. Es ist ein großer Zwiebelring. Also ich weiß nicht, was sie mit den inneren Seiten der Zwiebelringe machen, aber der große Zwiebelring-Außenteil ist auf jeden Fall dabei. Davon haben wir zwei drauf. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 saure Gürkchen, einen Klecks Tomatenketchup, würde ich sagen. Also es sieht auf jeden Fall wie Tomatenketchup aus. Könnte auch eine Tomatensoße sein. Nee, es ist kein Tomatenketchup. Es ist eine andere Soße, aber ich kann es aktuell nicht definieren. Und unter dem Patty ist nochmal ein Burger-Bun, welches keine Soße hat. Das heißt, wir werden jetzt den Burger natürlich wieder zusammenbauen und dann wird official probiert. Ja, und dann bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, guten Appetit. Ja, okay, also der Burger hat einen sehr, sehr starken diesen Brotgeschmack. Ich habe ja schon gesagt, das Burger Patty, also dieser Burger Bun, der ist sehr fett, sehr fest. Die Brotkonsistenz, ich beiß mal nochmal ab. Die ist mir ein bisschen zu, ich will nicht sagen zu mehlig, aber die Brotkonsistenz ist halt kein Brioche-Bun. Wenn ihr Brioche-Buns kennt, die sind ja auch mit Milch noch gemacht. Die sind halt weicher von der Konsistenz. Und da lässt sich das Brötchen besser drücken. Und der Brotteig ist wirklich sehr, sehr fest. Man muss halt viel kauen, um da den Haps herunterzukriegen. Der Salat ist frisch. Die Kombination zwischen Salat, Tomate mit den sauren Gurken und auch mit dem Fleisch ist ganz gut. Wobei, aber wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, ich hoffe, ich kann es euch jetzt zeigen. Also das Burger Patty ist nicht, es ist nicht Medium. Es ist
komplett durchgebraten. Es ist wirklich sehr, 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 ich will nicht sagen trocken in der Mitte, aber man merkt halt, dass es ist halt nicht wie von Hand selber geformt und dann ausgebraten, sondern das wird wahrscheinlich ein Fertig-Patty sein, was halt einfach tiefgefroren auf den Grill geschmissen wird. Und wenn es halt ein bisschen zu lange drauf ist, dann seht ihr, ist es hier wie hier an der Seite, es ist halt, ja, ihr seht ja, es ist sehr, sehr fest und ja, es hat auch nicht so viel krassen eigenen Beef-Geschmack. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Der Cup-Burger kostet ansonsten 6,90 Euro einzeln und als Aufpreis, also wenn ihr Extras nehmt, wie beispielsweise Doppelpatty, mehr Käse oder Bacon, kostet der 7,40 Euro oder halt mehr, je nachdem, welches Extra ihr nehmt. Ich muss sagen, ich habe ihn ja jetzt für 1 Euro gekauft und preislich gesehen, für 1 Euro kann ich mir den gönnen. Für den Normalpreis, nee, absolutes No-Go. Es ist das erste Mal, dass ich einen Burger, der so von der Machart her ist, beim Preis mit nur einem Osok-Gesicht bewerten würde. Der Normalpreis ist sehr, sehr unverschämt teuer und dafür ist der Burger nicht gut genug. Geschmacklich gesehen, wenn man das Ganze halt so mal sieht, es ist halt unten der Brot, das Brot ist halt sehr, sehr trocken, es ist alles sehr, sehr fest. Der Burger-Patty, wie gesagt, an sich, er ist halt nicht saftig. Wenn man so einen richtig guten Burger reinbeißt, dann kommt da meistens ja noch so ein bisschen Fleischsaft raus. Und wenn das Burger-Bun auch noch gut ist, dann saugt das sozusagen diesen Fleischsaft auf, so dass man eine richtig leckere Feuchtigkeit im Mund hat und das Ganze auch gut schmeckt. Ja, geschmacklich gesehen kriegt der Burger von mir an dieser Stelle nur 3 Osok-Gesichter. Ich tendiere sogar eher zu, ja, 2,5 Osok-Gesichtern. Vielleicht liegt es auch an der Zubereitung, der ist halt ein bisschen sehr trocken. Ich denke, dass ich mir da nochmal Mayonnaise auf die Unterseite jetzt gleich raufmachen werde, um den fertig zu essen. Bin damit leider nicht begeistert. Ich hatte mir mehr erhofft, vor allen Dingen, weil ja heute diese Sonderaktion gewesen ist. Und ja, Call a Pizza ist eigentlich ein Pizzalieferdienst und dahingehend kauft man ja normalerweise dort auch eher Pizza. Da sie aber auch diesen Burger anbieten, war ich bisher immer so ein bisschen abgeschreckt, oh, 6,90 Euro für einen Burger zu bezahlen, schwierig. Ja, die Abschreckung war der hohe Preis bisher gewesen. Heute für 1 Euro habe ich ihn mir geholt. Und wie gesagt, dadurch bin ich nicht ganz so stark enttäuscht, als wenn ich dafür 6,90 Euro bezahlt hätte. Gesamt gesehen kriegt der Burger an dieser Stelle von mir nur 2,5 Osok-Gesichter. Preis und Geschmack harmonieren hier leider dieses Mal nicht. Bin da, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht und kann euch einfach nur sagen, für 1 Euro könnt ihr euch den holen, wenn ihr satt werden wollt, weil der hat auch eine gewisse Kalorienanzahl und es ist halt ein Burger. Das heißt, 700 bis 800 Kalorien hat so ein Burger natürlich standardmäßig immer mit drin. Das heißt, wenn ihr heute zum Mittag oder zum Nachmittag euch so einen Burger noch für 1 Euro gönnen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Zum Normalpreis kann ich den leider nicht weiterempfehlen. Ansonsten war es dann auch schon soweit mit diesem Food-Review. Ich hoffe natürlich, dass er euch wie immer gefallen hat. An dieser Stelle auch sei nochmal bemerkt, es ist keine bezahlte Werbekooperation, sondern ich habe mir den natürlich selber gekauft, unbezahlt und zeige das Ganze hier. Falls euch Food-Reviews gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt den Kanal abonniert. Dann verpasst ihr keine weiteren Food-Reviews, keine Meinungsvideos, keine Vlogs bei mir. Und auch für diese ehrliche Meinung würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben auf diesem Video da lasst. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Food-Neuheiten oder welche Burger und welches Essen ich als nächstes bewerten soll. Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach im nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Osok. Ciao.